If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute zusammen mit dir diese Verpackung für eine quadratische Schokolade machen. Die ist verschlossen mit einer Banderole. Hier ist ein bisschen asymmetrisch angeschnitten. Und wenn du sie aufklappst, ist hier ein Täschchen aus Designerpapier drin, in das genauso eine quadratische Schokoladenverpackung passt. Wie immer findest du unten eine Übersicht über die Produkte, die ich heute verwende, sodass du jetzt auf Pause machen kannst, dir alles zurechtlegen kannst und dann gleich mit mir gemeinsam loslegen kannst. Wir fangen an mit einem Streifen Designerpapier. Der sollte die Höhe von 11 cm und die Breite von 26,5 cm haben. Es ist immer dann wichtig, wenn du ein Designerpapier mit einem Verlauf hast, dass du da auf die Höhe achtest. Und dann musst du da auch festlegen, wo der Boden ist. Wir machen die Bodenfalz jetzt als erstes. Das heißt, ich schiebe das Papier hier nach rechts rüber und falze bei 1,5. Bei meinem Papier ist das tatsächlich egal. Solltest du einen Verlauf haben, so sollte das jetzt also hier oben sein und dort unten. Genau, bei 1,5 falzen. Und hier oben müssen wir auch falzen. Also die lange Seite oben anlegen. Wir fangen an auf der rechten Seite bei 1,5. Machen dann eine Drehung von 180 Grad und falzen weiter bei 12,5. Also hier liegt jetzt meine 1,5 Falz. 12,5, 14 und 25 cm. Und wir falzen uns auch gleich unsere Außenhülle. Da brauchst du ein Stück Farbkarton mit den Maßen 11,5 x 27,5. Das heißt, wir legen die lange Seite oben an und schneiden bei 27,5. Und drehen uns das Papier dann nochmal um 90 Grad und schneiden bei 11,5. Da habe ich eine Ecke. Drehe ich nochmal schnell anders. 11,5. Und hier müssen wir nur die lange Seite falzen, und zwar bei 9,6, bei 11,2, bei 20,8 und bei 22,4. So, und jetzt wollen wir hier noch ein bisschen was wegschneiden, und zwar musst du dir da einen Bleistift und ein Lineal zur Hand nehmen und Markierungen setzen, und zwar von der letzten Falzlinie aus gemessen bei 3 cm auf beiden Seiten. Du kannst das auch auf der Rückseite machen, dann sieht man das nachher nicht so, oder du radierst das nachher einfach schnell ein bisschen weg, wenn man noch was sehen sollte. So, und hier von der unteren Ecke ausgesehen eine Markierung bei 5 cm. Und nun nimmst du dir deinen Papierschneider und legst jeweils die Markierung hier in die Schneideleiste ein und schneidest einmal weg. Einmal in diese Richtung. Und einmal hier rüber, und schon hast du diese diagonale Ecke hier reingeschnitten. Das können wir schon mal falten. Und jetzt widmen wir uns dem Innenteil. Und zwar ist das hier mein Boden. Ich muss erst mal gucken, wo meine Falzlinien sind. Ich knicke das einmal ein bisschen, damit du sehen kannst, wo ich arbeite. Na, jetzt werde ich aber schief. So. Also das ist meine Falzlinie unten. Und hier ist meine Falzlinie an der Seite. Und nun schneide ich mir hier das kleine Quadrat einmal weg. Und alle anderen Falzlinien schneide ich mir hier einmal ein bis zur Querfalz. So.
Jetzt brauchst du doppelseitiges Klebeband. Und das wird einmal hier an der Seite befestigt. Und hier unten bis zu dem Schnitt. Und nun wird die Klebefolie abgemacht. Und das Ganze einmal umgeklappt. Vorher falten wäre ganz schön. So, das kannst du gut im Liegen machen. Also das Papier liegen, nicht du. Und jetzt müssen wir das unten noch einmal zukleben. Das heißt, die Seiten einmal einklappen. Und dann hier einmal zukleben. Und schon ist die Hülle für unsere Schokolade fertig. Und die wird jetzt hier nur noch einmal eingeklebt, bündig unten ran. Das geht am besten mit Tombow. Nicht zu sparsam, das soll ja auch da halten auf der Verpackung. Und das Ganze wird jetzt hier, wie gesagt, bündig einmal an die Naht geklebt. Und so wird das Ganze nachher verschlossen. Und jetzt brauchen wir noch eine Banderole. Die Banderole ist 3,5 x 24,5 cm groß. Ich nehme hier mal meine Schoki raus. Dann ist meine Packung ein bisschen schwerer und ich kann das besser demonstrieren. So. Und hier mache ich jetzt auch ein Streifen doppelseitiges Klebeband auf eine Seite. Und lege die Banderole einmal locker um meine Verpackung und verschließe das vorne, denn das verzieren wir gleich noch das Ganze und dann kann ich mein Klebeband verstecken. Dann habe ich das nicht auf der Rückseite, so dass man das sieht. Und aber ruhig locker verschließen, weil wir die Verpackung ja auch noch öffnen wollen. So, und dann habe ich hier einfach aus dem Designerpapier von unserer Käffchenserie zwei Tassen ausgestanzt und das Käffchen, Käffchen habe ich einmal aufgestempelt und per Hand ausgeschnitten. Hier machen wir jetzt einmal Tombow drauf und kleben die Tassen auf die Banderole. Und das Käffchen kleben wir einfach auch flach darauf, sonst mit Dimensional sieht das ein bisschen komisch aus, weil wir das an den Seiten nicht festkleben können, weil es ja nur auf der Banderole klebt, sonst kann man die Banderole nicht mehr abziehen. Deswegen heute mal den Spruch ohne Dimensionals. Und fertig ist die Verpackung für eine quadratische Schokolade in unserem Kaffeedesign. Wie du siehst, ein sehr schön edles Geschenk. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up! Ware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de. Dort kannst du dir auch gerne kostenlos einen Katalog bei mir bestellen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald.